Aber der Krieg erzeugt nicht nur millionenfaches Leid, er bringt auch Helden hervor. Einer von ihnen ist der Jagdflieger Adolf Tutschek. Das Weißbräuhaus in der Dolchstraße. Dieser Ort ist eng verknüpft mit Adolf Tutschek. Adolf Tutschek war einer der berühmtesten Jagdflieger des Ersten Weltkrieges. Er war Ingolstädter, er wurde im heutigen Weißbräuhaus geboren und ist deswegen sehr berühmt, weil er eben nach dem Roten Baron Manfred von Richthofen einer der erfolgreichsten Jagdflieger war, wenn man jetzt den Abschuss von gegnerischen Flugzeugen als Erfolg eben bezeichnen will. Seine Kriegserlebnisse schreibt er unter dem Titel Stürme und Luftsiege nieder. Allerdings erlebt er weder deren Veröffentlichung noch seinen 27. Geburtstag. Er wird am 15. März 1918 über Nordfrankreich abgeschossen.